Es war das Tuschelthema der 14. Staffel Let's Dance, Valentina Pades Beziehungsstatus. Doch der RTL-Star hüllte sich in Schweigen. Bis jetzt. Valentina Pade und die Liebe. Dieses Thema hatte in den vergangenen Jahren durchaus das Prädikat kompliziert verdient. Denn außer vielen Gerüchten gab es wenig bestätigte Informationen über das Privatleben des GZSZ-Stars. Rund um ihre Teilnahme an Let's Dance im Jahr 2021 kamen zwar vermehrt Spekulationen auf, doch Pade selbst hielt sich aus den öffentlichen Diskussionen raus. Umso überraschender ist das, was ihre Follower nun bei Instagram zu sehen bekommen. Die 28-Jährige zeigt sich dort Arm in Arm mit einem Mann an ihrer Seite, lächelt in die Kamera, wirkt glücklich und beseelt. Der Herr in dem blauen Sakko scheint dabei kein Unbekannter zu sein. Es sieht aus, als handle es sich um den Profi-Wakeboarder Dominik Gürs. Das berichten auch das Magazin Gala und RTL übereinstimmend. Fotos wie diese sind eine absolute Seltenheit bei Valentina Pade. Die Schauspielerin hält ihr Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit hinaus. Doch diesmal garniert sie das wie ein Pärchenfoto wirkende Bild mit einem Herz-Emoji und befeuert so die Gerüchte, die es ohnehin schon um eine Beziehung Pades gab. Pade und Gürs. Gerüchte gibt es schon länger. Erstes Getuschel kam auf, nachdem Valentina Pade Bilder aus zweimaligen Bali-Aufenthalten postete und dabei auch ein Mann zu sehen war, allerdings damals noch so geschickt fotografiert. Dass Follower sein Gesicht nicht erkennen konnten. Was diese Fans allerdings entdeckten, Flammen und Herz-Emojis in der Kommentarspalte von Dominik Gürs Instagram-Account aus der Feder von Valentina Pade. Der neueste Schnappschuss ist da schon eindeutiger. Pade und Gürs haben sich beide in Schale geworfen. Sie trägt ein Kleid in Altrosa mit passendem Blazer, er einen dunkelblauen Anzug mit hellblauem Hemd. Es sieht fast so aus, als würden die zwei eine Hochzeit besuchen. Ihre eigene scheint es nicht zu sein. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Eine offizielle Anfrage von T-Online an das Management von Valentina Pade blieb am Sonntag zu dem Beziehungsthema zunächst unbeantwortet.